So, vor dem kompletten Zusammenbau sollte man natürlich einmal einen Testlauf machen, ob das auch alles funktioniert. Bei der Beschaltung muss man darauf achten, es gibt frühe und späte Gebläse. Das heißt, die Reihenfolge der Anschlüsse verändert sich. Das heißt, bei den späten ist es weiß-grün, weiß-gelb und weiß. Und bei den frühen Modellen ist es so, dass zuerst weiß-gelb, weiß und dann weiß-grün hier beschaltet wird. Das sollte man berücksichtigen. Falls ein Lüfter nur auf der ersten Stufe läuft, sollte man einfach diese Beschaltung ändern, dann funktioniert das einwandfrei. So, gucken wir einfach mal, ob es funktioniert. Ja, weil wie man sieht. Das liegt leider am Schalter, aber wie man sieht, ist er ziemlich korrodiert hier. Gucken wir mal. Ein neuer Versuch. So, nachdem man den Zusammenbau in Fotos gehabt hat, machen wir jetzt mal wieder ein bisschen weiter mit Film. Das hier ist die Dichtung zwischen Gebläsekasten und Ansaugbereich. Das heißt, die neueren Sätze haben selbstklebende Dichtung, wenn sie irgendwann rauskriegt hier. Gucken wir einfach mal, kriegen wir schon hin. So. Das heißt, hier sind zwei Bohrungen. Diese beiden Bohrungen finden sich auch in der Dichtung wieder. Und die sollte man möglichst deckungsgleich versuchen zu erwischen. Wobei das nicht immer ganz einfach ist, aber in der Regel funktioniert das ganz gut. Wie man sieht, ist die Dichtung hier ein bisschen zu lang. Das heißt, man kann sie relativ einfach kürzen, weil es Moosgummi ist, etwas festeres Moosgummi, so dass es dann halt auch wirklich einwandfrei passt und abdichtet. Wenn man sie überlappt durchschneidet, ist hinterher die Dichtung einwandfrei anzupassen und so sieht das dann hinterher aus. So, ich habe euch nun das Zusammenbauen und das Klammern draufwürgen erspart. Jetzt machen wir nochmal einen kleinen Abschlusstest, um zu gucken, ob alles funktioniert. Ich hoffe, man kann es erkennen. Arbeiten auch und dichten auch sehr schön, so dass man jetzt im Prinzip wieder zumindest vom Zustand her von einem guten überholten Zustand ausgehen kann. Wobei das Oberteil hier, dadurch, dass da mindestens 6 Lackschichten drauf waren, etwas Mitleidenschaft genommen wurde. Aber man sollte berücksichtigen, dass man auf dieses Material keinen Abbeizer sprühen sollte, weil dann löst es sich auf. Ich weiß nicht genau, was für ein Material es ist, aber es ist reagiert auf jeden Fall allergisch, was Abbeizer angeht. Okay, so, ja, das war's. Das heißt, man könnte ihn rein theoretisch so einbauen, wenn man es möchte. Und ja, mal gucken, was ich als nächstes mache.